Ein zweites großes Thema ist das Thema Herdenverhalten. Wir sehen das insbesondere seit der Finanzkrise. Sie sind hier mal dargestellt, die Verteilung, einfach gesprochen von aktiven Strategien, also aktiven Investmentfonds. Die haben damals noch 85% der Vermögenswerte gemanagt und 15% der Vermögenswerte lagen in passiven Fonds, entweder Indexfonds, die börsengehandelt waren, oder nicht börsennotierten Indexfonds, fast 15%. Und wenn Sie jetzt mal hier schauen, Ende 2017, sehen wir, dass der Anteil von passiv verwalteten Instrumenten von eben 15 auf 35% gestiegen ist, also hat sich mehr als verdoppelt. Und wenn Sie sich mal tiefer mit der Gewichtungs- und Berechnungslogik von marktkapitalisierungsgewichteten Indizes beschäftigen, dann wissen Sie, dass immer die Vermögensklassen und die Sektoren im Aktienmarkt umso höher gewichtet sind, je besser sie gelaufen sind. Also sprich, bevor die Blase in Japan geplatzt ist, da waren eben die Immobilientitel sehr, sehr stark im Index vertreten. Vor der Finanzkrise waren eben die Aktien aus dem Bereich der Finanz- und Banktitel extrem hochgewichtet. Momentan, das sehen Sie auch sehr gut, sehen Sie, dass Technologietitel stärker gewichtet werden. Also das ist eine ganz normale Entwicklung, dass die Sektoren, die überdurchschnittlich stark gelaufen sind, dann noch in die Indizes aufrücken, dass die Aktien, die sich besonders stark sich entwickeln, eine hohe Marktkapitalisierung haben, auch stärker im Index gewichtet sind. Und das ist sehr, sehr schön, solange natürlich dieser Trend läuft. Aber wenn dieser Trend bricht, dann haben Sie tendenziell natürlich eine sehr geringe oder eine geringere Risikostreuung im Portfolio. Und diese geringere Risikostreuung, die macht sich dann bemerkbar in Form von unangenehmen Rückschlägen. Deswegen, man muss sich immer klar machen, auch Indexfonds, die ein tolles Instrument sind, die sind nicht so passiv, weil die behalten nicht ihre Kennzahlen, sondern ein DAX-Index aus dem Jahr 2000 hat relativ wenig mit einem DAX-Index vom 24. September 2018 zu tun. Anschaulich wird das Ganze auch bei Indizes im Anleihebereich, wo die Staaten, die die meisten Schulden begeben haben, am höchsten gewichtet sind. Also der Schuldner, der die meisten Schulden begibt, der wird am höchsten gewichtet. Das heißt, ich investiere prozyklisch in die höchsten Schuldner mit rein. Das ist ganz toll, solange der Rentenmarkt funktioniert, solange Kreditrisiken nicht relevant sind, solange die Zinsen fallen und ich Kursgewinne erziele. Aber das ändert sich natürlich schlagartig, wenn der Wind am Rentenmarkt mal dreht, weil beispielsweise die Notenbanken ihre Bilanzen nicht mehr ausweiten, sondern schrumpfen, weil beispielsweise Zinsen nicht mehr fallen, sondern leicht steigen. Und dann haben Sie hier natürlich ganz, ganz andere Kennzahlen. Und dementsprechend der Blick durch die Hülle der Instrumente, sei es aktive Fonds, sei es passive Fonds, der ist natürlich essentiell in der heutigen Zeit, um seine Portfoliorisiken zu verstehen. Also sprich, auch wenn Sie 5 Indexfonds kombinieren, heißt das nicht, dass Sie ein gutes Portfolio haben.